Mikros und Licht sind für die letzte PK jetzt weg reduziert, kriegen wir aber, glaube ich, auch so hin. Es ist jetzt nicht mehr so laut in der Halle. Ja, herzlich willkommen jetzt auch zur letzten, vierten und letzten PK beim Olymp Final Four. Ich darf ganz herzlich begrüßen die beiden Finalmannschaften vom THC, Emily Gölf und Herbert Müller. Herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieg. Und zu meiner Rechten Maura Wisser und Martin Albertsen von der SGBWM. Maura, ich fange vielleicht mal bei dir an. War es letztlich das Quäntchen Glück, was euch gefehlt hat? Oder wie siehst du es? Also ich sehe es so, dass zwei die besten Mannschaften in Deutschland gegeneinander gespielt haben und auf Augenhöhe. Im Sport gehört das Quäntchen Glück auch dazu. Sicherlich, wir haben auch genauso Chancen gehabt, aber es kann unentschieden ausgehen, aber am Ende hat er den reingeworfen und fährt das auf THC-Seite. Martin, würdest du sagen, ihr hättet irgendwas anders machen können oder müssen? Oder war alles so, wie du es dir vorgestellt hast, außer jetzt mal vom Ergebnis abgesehen? Erstmal Gratulation für Herbert und Emily und die ganze Thüringer. Unser Gameplan war genau so gespielt wie gewünscht. Wir haben genau die Duelle gespielt gehabt, wo wir waren sehr, sehr gut. Wir haben genau die Wurfsituation gehabt über die Mitte, wo wir waren sehr gut. Wir haben beide Duellspiele, auch die 7 Meter und so bekommen. Wir haben alles gespielt, wir haben uns gewünscht. Ab und zu fehlt Technik bei einem Ball zu fängen und so heute. Das ist Nerven, das ist ein Finalspiel, kann alles passieren. Aber ich finde einfach, das war ein geiles Spiel und beide Mannschaften könnte man sagen, immer, was es verdient. Ich finde das ganz in Ordnung, dass Thüringen gewinnt, aber das wäre auch ganz in Ordnung, wenn hätte Bietigheim gewonnen. Das war ein sehr, sehr super Spiel. Ich freue mich für Frauenhandball in Deutschland und jetzt muss man aufhören mit all diesen negativen Sprechen über Bundesliga. Also das ist international am höchsten Niveau, was ich habe hier gesehen. Und wir haben auch, Thüringen haben Champions League gespielt. Und das, was ich sehe heute hier, ist auch am absolut höchsten Niveau. Das, was mir nicht gefällt, das kann ich deutlich sagen, das ist, wie man Frauenhandball hier in Deutschland anschaut, dass wir nicht die beste Jury für so ein wunderschönes Spiel wie heute, wo ich und Herbert und alle am Spielfeld nervös rumlaufen sollen, von was wird gepfiffen. Das finde ich einfach ärgerlich und das ist das Einzige, was ich sage. Vielen Dank. Emily, der entscheidende Treffer, vorher stand es unentschieden. Hast du da realisiert, das ist es jetzt? Tatsächlich habe ich nicht so viel nachgedacht. Mein letzter Blick zur Uhr waren, glaube ich, nur noch 8-7 Sekunden. Also ich wusste, lange Zeit haben wir nicht mehr. Und dann, was uns Herbert immer so schön sagt, lieber nochmal einen Wurf aufs Tor statt einen Fehlpass oder so weiter. Da habe ich einfach mal mein Glück versucht und der ist tatsächlich reingegangen. Ja. Und was sagst du zur Atmosphäre hier in der Porsche Arena? Wie war es für euch? Ich meine, hattet eine weitere Anreise als euer Gegner, trotzdem sind viele Fans mitgekommen. Ja, überragend. Also schon gestern im Halbfinale war vor allem natürlich unser THC-Blog wirklich überragend, wie die uns immer unterstützen und hinter uns stehen. Das ist sehr, sehr beeindruckend und auch wie viele mitgereist sind, das ist nicht selbstverständlich. Aber in Summe, die ganze Porsche Arena, heute glaube ich nochmal mehr Zuschauer als gestern. Die Stimmung war mega, das treibt einen nochmal nach vorne richtig und gibt, finde ich, dem Ganzen auch die richtige Atmosphäre und das richtige Publikum und es hat mega Spaß gemacht. Herbert, war das jetzt die Revanche für die knapp verpasste Meisterschaft? Nein, ich will das als Revanche nicht ausdrücken. Ich möchte mich erstmal bei Martin und bei Maura bedanken für die fairen und offenen Worte. Und es haben hier wirklich zwei deutsche Mannschaften gespielt, die sich auch, und da pflichte ich Martin zu 100% bei, auf internationalem Level nicht verstecken müssen. Wir dürfen nicht vergessen, diese beiden Mannschaften, und wir sollten wirklich aufhören, den deutschen Damenhandball schlechter zu machen, als er ist. Wir haben ein Riesenpotenzial hier. Beide Mannschaften haben auch in der Champions League eine gute Rolle gespielt. Man darf das nicht vergessen. Es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass gerade Vipers ein unfassbar starker Gegner war. Und wir haben aber, beide Mannschaften haben es geschafft, eine Mannschaft wie CSM Bukarest zu schlagen, beziehungsweise unentschieden zu spielen oder zu schlagen sogar. Eine Mannschaft, die angetreten ist, um die Champions League zu gewinnen. Wir haben auch gegen solche Mannschaften wie die Vipers oder auch wie Ring Gjör zum Beispiel ein super Handballspiel abgeliefert. Und ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir an uns glauben und immer Gas geben,
wirklich gerade über so einen Handball, den wir hier über zwei Tage auch gesehen haben, und ich will da auch ein Kompliment an Halle machen. Man hat von vornherein gesagt, da bitte ich einmal den Freilos im Halbfinale. Natürlich hatten wir das härtere Spiel gegen Metzingen. Auf der anderen Seite hat auch Halle sich nach Leibeskräften gewehrt, das darf man nicht vergessen. Beim 10-10 wusste man nicht, in welche Richtung diese Geschichte noch läuft. Dass sich dann die Routine von Bietigheim durchsetzt, ist klar. Aber diese Atmosphäre hier in dieser Halle, diese Stimmung, das ist das, was wir mitnehmen müssen. Und das ist das, was uns weiterbringt. Genau solche Duelle, die bis in die letzte Sekunde spannend sind und dadurch auch Gesprächsstoff darstellen, das war in der Meisterschaft so. Da hatte Bietigheim die Nase vorne, das ist sicherlich auch der wichtigste Titel. Wir haben den Supercup geholt und den Pokal geholt. Damit kann ich sehr, sehr gut leben. Es war heute so spannend, dass selbst Alfred Hitchcock das Drehbuch nicht hätte besser schreiben können. Ich glaube, die Chancen, die Bietigheim hinten heraus ausgelassen hat, haben wir in der ersten Halbzeit ausgelassen. Dieser Pausenstand von 13-12 für uns hat mich richtig geärgert, weil wir hatten 3 7-Meter, die wir verworfen haben, 2 Konter, die wir verworfen haben. Eigentlich gefühlt hätten wir klarer führen müssen und dann nach der Pause hat aber Bietigheim das Zepter in die Hand genommen. Und man hatte das Gefühl, wow, jetzt setzen sie sich ab und sind vielleicht schon weg. Aber dann kommt etwas ins Spiel, wo ich meinen Mädels ein Riesenkompliment machen muss. Das ist dieses unfassbare DAC-Herz. Wir versuchen nie aufzugeben, wir kämpfen immer bis zum Schluss und erst wenn das Ende wirklich da ist, ist es dann auch zu Ende. Und das hat uns heute geholfen. Wir haben geglaubt, wir haben gekämpft, wir haben alles dran gesetzt. Jana Krause hat überragend dann im Tor gehalten, das 7 gegen 6 hat gut funktioniert und dann kam der lösende Wurf in der letzten Sekunde. Einer meiner geliebten Aufsätze. Ich sage immer, unter dem Tor durch kann er nicht gehen, oben drüber schon und er war drin und damit war alles erlösend. Und aber wie gesagt, Kompliment an beide Mannschaften, tolles Finale. Gut, dann würde ich die Fragerunde noch einmal eröffnen. Möchte noch jemand was von den vier hier Anwesenden wissen? Dann bitte jetzt. Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr und sie hier wart am Wochenende. Ich hoffe, es hat euch und ihnen genauso gut gefallen wie mir. Und vielen Dank, gute Heimreise und spätestens